Hallo, wir dürfen euch ganz herzlich begrüßen hier bei Erikas Selbstgemacht. Heute in dieser Folge zeigen wir euch, wie man selber einen Leberkäse herstellt. Oder wie wir in Bayern sagen, ein Leberkäse. Ein gescheiter Leberkäse gehört einfach zur Lebenslust dazu. Und so schaut der aus, wenn der frisch aus dem Ofen rauskommt. Das Geheimnis eines guten Leberkäse besteht natürlich aus den Zutaten. Das Fleisch sollte so frisch wie möglich sein, am besten schlachtfrisch. Wir benötigen einen Fleischanteil am 50% magerem Fleisch, das war jetzt aus der Schweineschulter, 25% Schweinebacke und 25% Speck. Das Fleisch ist jetzt vorbereitet und schon in wolfgerechte Stücke zerteilt. Jetzt wiegen wir das Gesamtgewicht. So errechnen wir, wie viel Salz und Gewürze wir benötigen. Pro Kilo Fleisch benötigen wir folgende Zutaten. Zur Umrötung und zur Haltbarkeit benötigen wir 20 Gramm Nitrit-Pökelsalz. Damit der Fleischanteil und das Wasser eine Bindung eingehen kann, benötigen wir pro Kilogramm Fleisch 5 Gramm Kutterhilfsmittel. 2 Gramm Ascorbinsäure, das ist reines Vitamin C, und 2 Gramm Rohzucker. Diese Zutaten werden dann erstmal miteinander vermengt. An Gewürzen haben wir verwendet 4 Gramm weißer Pfeffer, 1 Gramm Muskatnuss und 1 Gramm Ingwerpulver. Die Gewürzmischung mahlen wir dann einmal zu einem feinen Mehl durch. Dann benötigen wir noch Crash-Eis, in unserem Fall 1,5 Kilogramm. Jetzt geht's ans Wolfen. Als allererstes wird das magere Fleisch durchgelassen, durch eine Scheibe von 2 mm. Der nächste Schritt, wir wolfen jetzt den Speck und die Schweinebacke. Auch wieder durch eine Scheibe von 2 mm. Das gesamte Fleisch und der Speck sind jetzt gewolft. Jetzt geht's ans Kuttern. Dazu geben wir das Magerfleisch in den Kutter hinein und das Nitritpökelsalz gemischt mit den Kutterhilfsmitteln, Zucker und Ascorbinsäure. Anschließend geben wir 2/3 unseres Crash-Eises hinein. Der Kutter wird jetzt auf Stufe 2 geschalten und dann geht's ans Kuttern. Das Brett wird jetzt so lange gekuttert, bis eine Temperatur von 8 Grad erreicht ist. Anschließend kommt der gewolfte Speck und die gewolfte Schweinebacke dazu. Das restliche Eis wird hinzugegeben. Und die Gewürzmischung. Das Leberkäsebrat wird jetzt so lange gekuttert, bis es eine Temperatur von 14 Grad erreicht hat und dann ist es fertig.
Das fertige Leberkäsebrat wird jetzt aus dem Kutter herausgeholt und in Schalen abfüllen. Hier gibt es verschiedene Größen. Achtet beim Befüllen darauf, dass so wenig wie möglich Luft in dem Brät ist. Die Hände mit kaltem Wasser befeuchten und das Leberkäsebrat glatt streichen. Zu guter Letzt ein Rautenmuster hineinschneiden. Den Backofen heizen wir dann vor auf 150 Grad, Ober- und Unterhitze. Da darf der Leberkäse jetzt für 75 bis 90 Minuten backen. Wenn ihr eine schöne braune Kruste wollt, dann schaltet für die letzten 5 Minuten die Grillfunktion noch ein. Bei einer Kerntemperatur von 70 Grad ist der Leberkäse dann fertig. Die Faustregel ist pro Kilo eine Stunde Backzeit. Und jetzt schneiden wir für euch den Leberkäse an. So soll ein Leberkäse ausschauen. Da läuft einem doch das Wasser im Munde zusammen. Mit diesen letzten Bildern verabschieden wir uns jetzt von euch und wünschen euch ganz viel Spaß beim Selbermachen von einem guten Leberkäse. Vielen Dank für eure Zeit. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal hier bei Erika Selbstgemacht. Servus!